Very warm welcome. Good morning. We decided to start now because we are all asked to finish punctually, so we don't want to take off away too much time of us and of you for the discussion. Welcome to the panel, The Politics We Are In. Here at the Marx 200 conference, I'm very glad that I can. I was asked to moderate this panel today on Marx's birthday, and so I hope this conference day is going to be a celebration to his work and life, and that we can also contribute with this panel to furthering the debates, the analysis, and the ideas of socialism in the end. Welcome to our discussion here for this first panel here. What we were thinking of when, or I think what the organizers, Mario is sitting there, he was one of the, I think, heads behind this whole conference and also this panel, was to kind of like not only go into theory but also into political practice. So we are really happy that three political practitioners that are also interested in working on Marxist theory decided to join this debate here. And I welcome Luciana Castellina. She is a journalist, a writer, and political activist. I read that you joined the Italian Communist Party in 1947. That's right? That's right. Know my age, I'm sorry. No, this is really impressive, I have to say. Luciana founded the paper Il Manifesto in 1970. She was a member of the European Parliament for more than 20 years and served there as the president of the Cultural Committee and the External Economic Relations Committee, among a lot of other activities. Currently, you are a member of Sinistra Italiana, right? And of course, you've authored a lot of books and are very active writers, have always been an active writer and also on politics. So we are really happy that you decided to join the panel also and let us participate in the wealth of knowledge on left politics that you've gathered over the years. Next to Luciana, we are happy to welcome Vishwas Sadka. He's an executive director of the Cooperative and Policy Alternative Center in Johannesburg and a lecturer, senior lecturer at the University of Witwatersrand. And you have also been involved in grassroots activism and political parties for a long time, so that that will be a very interesting thing also maybe to hear from all of you, how you connect political theory, Marx, how you read Marx and other Marxist theories with your political practice and how we reflect on that. And can I take this? Vish is also the editor, right? Initiator and editor of this Democratic Marxism series. And this one on the climate crisis is the newest one that you've just published this year. So very warm welcome also to Klaus Lederer on the other side. And he is, Klaus is a lawyer, but he's, I think, most known at the moment as the most popular politician in Berlin. I think the Social Democratic Party is still a bit, you know, not amused about that. Klaus is mayor of Berlin and senator for culture and Europe. And you've been member of the Berlin House of Representatives for since 2003, right? And also head of the Left Party for more than 10 years here in the at the state level of Berlin. So you know, like you've been party member, parliament member. Now you're part of a government, a red-red-green government. So that is also, I think, something very interesting on how you reflect, how you connect this everyday work with Marxism. I'm looking forward to your
inputs. So my name is Wenke Christoph. I'm a geographer. I'm working here with the Rosa Luxemburg Stiftung in the Europe unit. And I'm glad to be able to facilitate today's discussion about the politics we are in. So as I said, we should maybe start in a similar way like Marx. He wasn't theorizing about utopian socialism foremost, but he was analyzing capitalism. And I think that's been going on here in the conference since, I think, Wednesday. And maybe we can take part in this analysis to talk about what has been the major changes in the politics we are in the political space, in terms of the political actors that we have, that we experience in the different societies and the different political contexts everyone's working in, but where there are maybe also commonalities in terms of common challenges than for the left. So that will be kind of like a first discussion or first round of inputs that I asked everyone here to prepare for a bit, and Vish will start with that. And then in the second round, we will really try to go deeper into what does that mean for the left? How does the left need to reorganize? What do we need for left renewal? And in terms of strategic decisions, in terms of organizing parties, organizing movements, and this will hopefully be also the discussion where you would like to join here in the audience and where we can then start a common discussion with each other. And you can also see, this is the last remark I will do, that we have these cameras here for a live stream online, so everyone who didn't make it to Berlin can join, at least in terms of listening and seeing us. And but you in the audience, you will not be filmed. You will just, if you ask questions, people will hear your voice. So that's it. So I will maybe now hand over to Vish with the question that how would you view from a position of the Global South, and having in mind that you've been analyzing transnational developments or global developments in politics in the last couple of years. So what are, on this international scale, maybe the major political changes and developments that the left needs to take into account, that the left needs to tackle, maybe as a discussion starter? Are those slides going up? Are the slides going up? Yeah. Okay, great. Well, I just want to kick off with a big thank you to the Rosa Luxemburg Foundation and Mario and all the other comrades that are engaged in invisible labor to make this happen. It's been an intellectual feast. It's been exciting. I also just want to flag this, that it's also been a pleasure and, for me, a memorable experience to interact with Comrade Luciana Castellini. When we've studied the left in the Italian Communist Party in South Africa, she was one of those iconic figures that stood out. We have a lot in common, but the one thing that we do have in common is that we were both expelled. She was expelled from, I think, one of the most powerful and sophisticated communist parties in the Western world when it existed. In my case, I was expelled from the oldest and most influential communist party, the South African Communist Party. Anyway, so I'm going to rattle off in 10 minutes a set of theses that capture some of the conversation that's been going on in the space, but also informed by my own praxis. The first thesis is around, forgot to use this. Yeah, it works. The contemporary crisis of capitalism is both systemic and conjunctural. It's reflecting systemic crisis tendencies that gridlock, limit, and even collapse capitalist systems. I'm not saying capitalism in its totality. While the neoliberal class project is losing its legitimacy. This does not mean the end of neoliberalism or capitalism, although it is not working. And there's two points just to unpack around this thesis. I think the first is that capital today is not just extracting surplus value and reproducing the capitalist system. Capital today is a geological force. It is shaping the life conditions of all of us on a planetary scale. The second point to make is that the nature of the crises we are living through, whatever levels of, you want to think this through,
conjunctural or the systemic. These crises are complex, and they are crises that are converging. They are crises that, if you like, can bring down food systems, they can bring down water systems. We're going through one of the worst droughts in the history of South Africa right now. We're living through a climate shock, etc. So there's also a challenge here for about how we theorize crisis stroke crises today. The second thesis, very quickly, is neoliberal crisis management of society has gone through various phases over the past few decades and has different spatial and temporal dynamics. It has been embedded differently in variegated national contexts while contributing to rolling back social democracies, revolutionary nationalisms, and Sovietized socialisms. So the solution that was articulated to the crisis of overaccumulation of the 70s, the neoliberal class project, has really not worked at one level. And of course, it's articulated and found its place in the European Union in interesting ways around the remaking of Europe. It's found its place in the context of South Africa in its articulation with a radical African nationalism and so on. But at the same time, while that's been happening, it's been rolling back. It's been rolling back the three big class projects of strategic politics of the 20th century: social democracy, revolutionary nationalism, and Sovietized socialism. So sitting at the heart of this advance of the neoliberal class project is, if you like, a set of defeats for us. Thesis three is that the third wave of democracy from 1974, when we had about 46 democracies, stalled by 2006, when we have about 119 democracies on a planetary scale. The liberal explanation for this is flawed. It leans on electoralism, the separation of the economic and political, and justifies liberal imperialism through democracy promotion. I've got to multitask here, and I got a bit of flu. So, okay. I will multitask for you. Okay, thank you. Okay, so what you have is a liberal contention, an argument that, democracy is in trouble in the world, but they view this ontologically in a very narrow way. It's largely electoral democracies that have stalled. They make this artificial separation between the economic and political. They set up this hierarchy, this empiricist hierarchy, to classify democracies. And in the end, we have a lot of pathologizing of democracies going on, particularly in the peripheries of capitalism. We are badly governed, we are rogue states, we are all of these things. And of course, it justifies liberal imperialism through democracy promotion and so on. So I think it's very important at this point in time and moment in history that we combat this liberal thesis. Thesis four is basically contra Fukuyama. The US standard of democracy is in crisis. It's displaying morbid symptoms of decay, hypocrisy, and plutocratic capture. US democracy is commodified and securitized. Trumpism is an expression of this form of market democracy and is contributing to the crisis of democracy globally. So the US imperial standard is in trouble. On the one hand, it is a fetishized, commodified form of democracy. You have super PACs that can buy out policy, that can buy out politics and politicians in the United States. And I think we should be very careful about not collapsing democracy in general with, if you like, the US standard. This is a particular type of democracy. It is a marketized market form of democracy. At the same time, it is securitized. I mean, the war on terror at one level has induced, if you like, a narrowing of democracy. At the same time, it's securitized in that it places the primacy of the risk to capital at the center of its politics. Thesis five, essentially, is that US-led imperialism privileges carbon capital and enables a financialized logic of planetary ecocide, coupled with the racializing logic of territorial militarism through the endless war on terror. So the US has been a unipolar power since after World War II, and it has engaged the world order in that way.
And today, you know, it's one of the highest producers of fossil fuels in the world. Saudi Arabia is contracting its production, but the U.S. is at the top of the charts in terms of carbon extraction through fracking, etc. And this is contributing to the ecocidal condition that we are living through. At the same time, the war on terror is a profoundly racializing war on terror. It has basically placed an entire civilization on trial, and essentially has cast a suspicion across all Muslim people on the planet. This is a racialized logic of imperialism that we cannot ignore today. The sixth thesis is that China's authoritarian neoliberalism and the appeal of its development project are deepening the authoritarian shift in the world. China's leaders believe they have a superior political system as expressed through the one-party state in the context of the crisis. And you're hearing these murmurings, these reaffirmation of certainties coming out of Beijing in relation to the rise of Trump, for example, and other populists that are emerging in contemporary market democracies. But at the same time, you know, while China might have a big push for wind turbines, etc., the four largest banks in the world today are Chinese public banks. And these banks are at the center of the global fossil fuel class structure, if you like. And so in a sense, China is also inducing the ecocidal dynamics of the contemporary world. At the same time, of course, its growth figures, the surplus that it's managing, etc., also has a lot of appeal. And that has implications for the democratic space. Thesis 7, very quickly, is that failing market democracies in the global south, including in Russia, India, Brazil, and South Africa, are showing disturbing signs of being more authoritarian or hollowing out in favor of corporations while climate shocks are beginning to register. So in Russia, we know there's a pseudo-democracy. I mean, Putin doesn't even campaign, but yet he gets the highest votes. India, the largest democracy in the world, is in a very, very tenuous place. Brazil, we are seeing a soft coup deepening and becoming a hard coup, increasingly with the military threatening to intervene in politics. And of course, South Africa has had a spasm of this and a deepening kind of kleptocratic politics and a transactional politics capturing our democracy. And I'll say more about this later. While at the same time, climate shocks. Are we living through our worst drought, as I referenced earlier on in our history? I mean, 4 million people in the city of Cape Town have been struggling with water, for instance. So the convergence of these crises are very real, and they are very serious. Finally, thesis 8. Democracy should not be scrapped. It is not the same as liberal democracy or contemporary market democracy. It is about a people's history of struggle and extending the power of the demos, the people. Democracy is about giving people control of their life conditions. This has to inform left renewal and alternative. So I don't collapse democracy into liberal theory or to liberal thought. I don't surrender that ground. If you look at the history of people's struggles over the past 500 years against colonialism, the Haitian Revolution, the French Revolution, the Paris Commune, to bring Marx into our conversation, and of course, national liberation struggles in the 20th century, these have all been struggles to claim and assert democracy as a, if you like, a mode of legitimation, but as well as a mode of governing. And it is something that, if you like, we need more of, not less, going forward. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, Vish, for this very rich description of the crisis we have to deal with and the situation we need to deal with. And you focused a lot on the question of democracy. And I think this is maybe really also an interesting question then for Luciana and for Klaus. Would you agree that this hollowing out of democracy by neoliberalism, the rise of authoritarianism, is one of the key challenges, one of the crucial challenges that we have to deal with? And are there others? Or where would you put the priority on? Well, from the global south, we come to the small south of the global north, which is Italy. And so if I have to be sincere, I have to tell you that the left in Italy is in a mess. It's not a very optimistic affirmation, but this is reality.
In fact, it's not much better in many other countries in Europe. There is only one revolutionary movement which is moving on, and this is feminism. And I love if you would cheer to Frigga Au, who was helping the only winning revolution of our time, the women. Will you cheer up? No. Well, it's something, it's very important. So in a very schematic way, the reasons of the crisis of the left, I consider the most important. Democracy, you were talking. So the most serious privatization that took place in these years is the privatization of the legislative power. The most important decisions are nowadays taken through private, commercial, financial deals established at the global level. If you think of the recent private decision of Bayer to buy Monsanto, which is creating a huge multinational dealing with our health, will have consequences on our life much heavier than any other decision taken by our parliaments. This left political and social forces without a counterpart. The Winter Palace, the famous Winter Palace, is now difficult to identify. We don't know anymore where it is located. So in this context, people lost more and more interest in the political debate and feeling its irrelevance and getting aware of their own impotence. Second, because we are aware that democracy cannot be the result of a political reform, but it depends from social relations of production, what happens at that level is fundamental. And what happens is the decomposition of the labor force, whom Marx had given a fundamental role. Manufacture, the main sector in which labor force was employed, represents today in Europe only from 8 to 9% of the labor force. Only Germany is still 19, much more. However, the development of the forces of the industrial production has ceased to have a progressive role. It has achieved, as we know, for ecological reason, a catastrophic function. What is required is degrowth and not growth. Exploitation, of course, still exists, but the class is fragmented socially, economically, and therefore even culturally. And the large body of the atomized labor has produced an exasperated individualism, the loss of the sense of belonging to a collective condition, which is the precondition of a collective subjectivity. We call this Uberization because of the taxi firm Uber. And today there are many other new forms of exploitation. Collective employment agreements are more and more rare. The tendency is to apply in the same factory and for the same jobs, individual agreements. Delocalization plus factories of factories and service, an always huger number of workers employed in logistics, which are all fake independent workers. They are dependent, but they appear like independent. And so to mobilize this atomized labor force is extremely hard because it is also geographically dispersed. So we are therefore confronted with a crushed majority of labor, no longer concentrated in the industrial sector, but one would say a labor force working below in order to guarantee our social civilized life. So a new proletariat whose unity is unstable and unlikely because capital has, step after step, eliminated all what produces cohesion, diversifying forms of labor relations, outsourcing functions from the firm through procurement. Capitalism has been able nowadays not only to oppress the worker as worker, but has succeeded in involving him in the system, leading him to support the same system which is exploiting him by making him become also a saver and a consumer, by seducing him to the advantages of private insurances and even
to seduce him to the happiness of becoming a microscopic shareholder, eventually with the generous help of the pension funds as an alternative to welfare. And sorry. So the result is, as my friend Bellofiore, who is speaking in another room there, says, is that we have a worker afraid because of the labor market transformations, terrified by the transformation of the retirement system and for the uncertain fortune of the investments they have pushed him to do, and finally, an in-debt consumer because dependent from bank credits, pushed to become fascist for the fear of migrants and delocalization. So it's difficult to think at the present proletariat as the grave digger of capitalism because of its objective position and because of the subjectivity this is producing. Third, new contradictions different from the capital labor one, although related to it, have emerged: gender, ecology, ethnicity, because of massive migrations. This brings on the scene new subjects who find their expression through diversified movements. And to the decline, the we is more and more difficult. This crisis affecting the left almost all over, and its electoral defeats have their origin in the fact that in absence of a perception of the we, the political representation is no longer linear, an obvious choice as it used to be in the past, when it was clear that the workers were voting for the left and the bosses for the right. And the clear political translation of your own social interests is no longer there. The left-wing parties, as a consequence, lost the capacity of social representation that had given them strength and legitimation. Their decline all over is the reflex of a crisis of representation. The choice among parties is becoming more and more obscure. It depends from the ability in communication of the leader. And the left seems to be able only to declare vague values. Well, to be a Marxist meant, first of all, to read society through a class greed, therefore giving awareness of the antagonism between the oppressors and the dominant. I was shocked to see the film, The Young Marx. I don't know if you've seen it. And when he talks to Prudhomme in a very angry way, I felt that our left is talking like Prudhomme nowadays, you know, values, vague values, and so on, but they're not able to represent the class as a class and the antagonism of the class. So leaderism is, in this context, not only a fake solution, but a dangerous one, a shortcut covering impotence. A good leader, I think, is the one who succeeds in abolishing his status. And a democratic, it is democratic only an organization which is not passivized, but which makes it intelligent, everybody in the organization, by reducing as much as possible the distance between the rulers and the ruled, which is reducing the distance in knowledge within itself between rulers and ruled. This is what Gramsci meant when he described the necessary party as a collective intellectuals. I think that to talk about literism is a real shortcut. So that for the moment, then I tell you how we will overcome all this. Of course, we won't succeed immediately, but in the long term, yes. Okay. Thanks a lot, Luciana. This was the teaser for the second round already. And now I'm really looking forward to that discussion. So, but before that, now to Klaus. Oh, I can maybe switch to German, it's better, maybe. Okay, because Klaus will answer in German. So I'll switch.
Also Klaus, sozusagen, wir haben ganz viel gerade gehört von sozusagen der Vogelperspektive sozusagen. Wie hat sich Kapitalismus entwickelt? Wie hat sich Produktion und Arbeit entwickelt? Was hat das zu, welche Folgen hatte das jetzt für die Demokratie, für die Politik, in der wir versuchen, in der auch die Linke versucht, Politik zu machen? Wo siehst du sozusagen die Herausforderungen in der Stadtpolitik? Zum Beispiel hier in der Stadt oder auch in Deutschland, in Bezug zum Beispiel auf die Herausforderung, dem Rechtspopulismus zu begegnen, die Herausforderung sozusagen, wie Luciana das gesagt hat, vielleicht die Kapazität der Repräsentation der Arbeiterklasse wieder aufzubauen, also sozusagen als Linke wieder auch die Kraft zu sein, die gewählt wird und die sozusagen die Arbeiter, also und die darüber hinaus auch organisierend wirkt in die Gesellschaft. Ja, erstmal guten Morgen, dass wir die großen Fragen hier am Sonnabendvormittag miteinander verhandeln. Bringt es so mit sich, dass ich es jetzt doch lieber auf Deutsch probiere, weil mit dem Englisch verstehen klappt es ganz gut, aber mit der Praxis und insbesondere bei komplexen Sachverhalten ist es nicht ganz so einfach. Herzlich willkommen Ihnen und euch allen. Bevor ich zur Stadt komme, will ich tatsächlich aber auch nochmal an dem anknüpfen, was Wisch und Luciana hier eben zum Vortrag gebracht haben, weil es ist schon für mich ein Paradox, das, was Luciana eben beschrieben hat, dass wir den 200. Geburtstag von Karl Marx feiern und die Linke in einer desaströsen Verfassung ist. Das ist schon abenteuerlich angesichts der Tatsache, dass ich denke, es gibt seit Marx wenig, was in so präziser und in so tauglicher Weise analytisches Handwerkszeug produziert hat, um die herrschenden Verhältnisse zumindest zu verstehen, zu versuchen. Und das hat sicherlich auch was mit der Kanonisierung marxischen Denkens zu tun, mit der Orthodoxisierung marxischen Denkens zu tun, die zu Zeiten des Ost-West-Gegensatzes und des real existierenden Sozialismus auch eine große hegemoniale Kraft entfaltet hat und auch bis heute nachwirkt. Christoph Jünke spricht vom langen Schatten des Stalinismus. Das ist etwas drastisch ausgedrückt, aber ich glaube in der Tat, wir müssen einfach mal wieder das alte Handwerkszeug rausholen und uns darüber unterhalten, wozu es taugt und wozu es nicht taugt. Ich hätte zum Beispiel tatsächlich die Frage nach Kapital 1. bis 3. Band, ob die Grundannahme, die Arbeiterklasse sei das revolutionäre Subjekt, sei überhaupt so ohne weiteres ein kollektives Subjekt mit homogenen Interessen, die geeignete Kraft zur Überwindung des Kapitalismus sei. Denn wenn Marx These stimmt oder Marx Grundannahme zugrunde gelegt wird, dass er sagt, ich analysiere im Kapital die dem Kapitalismus spezifischen Herrschaftsformen, dem Kapitalismus spezifischen Herrschaftsformen, dann ist die Arbeiterklasse eine Klasse innerhalb der kapitalistischen Formation. Und sie ist die Klasse, die Arbeitskraft gegen Lohn, gegen Entgelt, gegen Lohn tauscht. Und eine Überwindung des Kapitalismus könnte ja dann sozusagen auch die Existenz der Arbeiterklasse als Formation innerhalb des Kapitalismus in Frage stellen oder müsste sie vielleicht sogar. Die multiple Krise, die Wisch beschrieben hat, über die ist in den letzten Jahren viel und Kluges analysiert worden. Ich glaube schon, dass man sagen kann, dass Kapitalismus sowas ist wie eine Brandrodungswirtschaft auf höherem Niveau, dass die Kapitalbewegungen in Richtung grenzenloser Expansion gehen und dass damit sich auch ein Traum äußerster Grenzenlosigkeit verbindet. Karl Polanyi hat von der Teufelsmühle gesprochen, also dem Versuch der Kapitalreproduktion, sich völlig zu entgrenzen und sich gesellschaftlicher Einbettung zu entziehen. Und insofern ist damit natürlich auch verbunden der Traum von der Befreiung von jeder Natur und Stofflichkeit. Kapitalismus gibt es aber nicht schwebend über dem Boden, sondern Kapitalismus braucht immer Formen von Erdung. Da komme ich dann drauf zurück, bei den Formen von Erdung, wenn wir über Stadtpolitik reden, weil natürlich ist jeder Ort auf diesem Globus letztlich ein ganz konkretes Auseinandersetzungsfeld über die Frage, in welcher Weise Kapitalreproduktion institutionell eingehegt, beeinflusst werden kann oder dergleichen. Bei Marx im Kommunistischen Manifest heißt es so schön, dass die Bourgeoisie die zerstörerische Kraft entfaltet hat, alles Stehende verdampfen und alles Ständische entweihen zu können.
Das ist etwas, was wir derzeit auch erleben. Also wir erleben ja nicht nur die Entgrenzung der Kapitalreproduktion in einer ungeahnten Art und Weise seit dem Ende des Fordismus, sondern wir erleben natürlich auch die Entgrenzung der Kapitalreproduktion über nationalstaatliche Grenzen hinweg. Das bleibt aber nicht ohne Auswirkungen über die innerhalb der Nationalstaaten organisierten Gesellschaften. Sondern wenn man es brutal ausdrücken will, so verbindet sich damit eine rapide Umorganisation der sozialen Hierarchien, eine massive Pluralisierung der Gesellschaften, auch der Interessenslagen. Es verbindet sich damit eine Neuordnung von Ressourcen, von Eigentumstiteln, von Verfügungsrechten, von Grund und Boden. Das ist in der Stadt besonders wichtig, die Inwertsetzung der Stadt als ein Prozess der Investition von Kapital in Boden oder durch Spekulation mit Grund und Boden, mit städtischem Grund und Boden. Da merken wir es in besonders brutaler Art und Weise. Und damit auch einer völligen Reorganisation von gesellschaftlichem Zusammenhalt und Repräsentation, das hat Luciana gesagt, und eben aber auch eine völlig andere das Gesellschaftsverständnis, was sich damit verbindet. Also der nationale Wohlfahrtsstaat, der versucht hat, sowas wie Gesellschaftlichkeit herzustellen über die Schaffung von Sozialstaatlichkeit, über die Schaffung eines bestimmten Klassenkompromisses über eine gewisse Epoche hinweg, der löst sich auf. Und die Frage ist, was ist eigentlich die linke Idee, die wir an diese Stelle setzen? Und da gibt es jetzt unterschiedliche Debatten innerhalb der Linken. Da gibt es etwas, was ich mal als reaktionären Antikapitalismus bezeichnen will. Die Linke, Moishe Postone, sagt das völlig zu Recht, ist lange von der fehlerhaften und für die Linke verhängnisvollen Grundannahme ausgegangen, dass sie ein Monopol hätte auf den Antikapitalismus. Also Antikapitalismus ist links und links sein heißt antikapitalistisch sein. Ich glaube, dass Postone auch recht hat, dass wir mal eine Phase reaktionären Antikapitalismus, eine, wenn man so will, rechtsextreme oder rechtsradikale Revolte erlebt haben, 1933, die durchaus antikapitalistische Züge hatte. Nicht in dem Sinne, dass sie den Kapitalismus in Frage gestellt hat oder gar überwinden wollte, aber in dem Sinne, dass sie sich die unappetitlichen Seiten des Kapitalverwertungsprozesses in seinem Doppelcharakter als Angriffspunkt genommen hat und ihn versucht hat zu personifizieren und ihn, man kann es so drastisch ausdrücken, in Gestalt der Vernichtung der europäischen Juden auch versucht hat, eliminatorisch zu beseitigen. Das hat am Kapitalismus nichts geändert. Der konnte weitermachen und hat weiter funktioniert. Aber die Frage ist, muss uns das nicht heute zu denken geben, wenn wir über die Frage reden, wie wir heute uns als Linke verstehen in einer antikapitalistischen oder Kapitalismus transformierenden Art und Weise? Da hört man dann so Dinge wie abschätzige Bemerkungen über die Kämpfe von der feministischen Bewegung, über die Kämpfe von überflüssigen Menschen, damit meine ich in Anführungsstriche diejenigen, die nicht mal mehr die Chance bekommen, im Rahmen des existierenden kapitalistischen Arbeitsmarktes sowas wie eine Lohnarbeit-Selbstversorgung zu betreiben. Oder die Situation von Migrantinnen und Migranten, die in pluralisierten, entgrenzten Gesellschaften jenseits des klassischen homogenen Nationalstaats natürlich nochmal einen ganz anderen Stellenwert erfahren. Also es gibt auch Interviews von führenden linken Politikern, in denen all diese Kämpfe als überflüssiger Unsinn beschrieben werden, als grün-links versiffte Fantasien und die Rückbesinnung gefordert wird auf den hart arbeitenden deutschen Arbeiter, wenn ich es mal etwas überspitzt formulieren darf, um den man sich in erster Linie kümmern müsse und die Probleme der Leute an anderen Ecken der Welt, die müsse man dann irgendwie mal sehen, vielleicht auch noch irgendwie mitlösen. Also da gibt es überhaupt kein Verständnis mehr von globalem Kapitalismus. Da gibt es nur noch die Rückbesinnung, also der Blick zurück, der etwas verträumte und auch verklärende Blick zurück in eine angeblich so schöne Zeit der 60er oder 70er Jahre. Ja, aber das ist ja sozusagen, das Schlimme ist, wir müssen ja nicht mit Proudhon hantieren, wir können ja sozusagen, und wir müssen leider mit der Gegenwart hantieren und mit, ich will es mal vorsichtig ausdrücken, groben Missverständnissen darüber, was Marx gemeint hat, als er davon gesprochen hat, dass wir alle Verhältnisse umwerfen wollen, in denen der Mensch ein geknechtes und erniedrigtes Wesen ist. Bei Marx liest man nicht, wir werfen nationalstaatlich alle Verhältnisse um, wo der deutsche Mann ein geknechtetes Wesen ist, der unterdrückt wird von bösen Kapitalisten. So. Und das ist das Dilemma, in dem wir derzeit stecken und das macht sozusagen die Malaise und auch das Trauerspiel aus, was linke Diskurse heute kennzeichnet. So. Also so Leute wie Wolfgang Streeck oder irgendwie andere sind keine dummen Leute, sondern ihre Analyse ist ja zum großen Teil richtig. Aber die Frage, ob die Antwort darauf sein kann, sich rückzubesinnen in eine Zeit und die nationalstädtische Reorganisation herbeizusehen, die natürlich aber unter globalisierten Kapitalverwertungsverhältnissen passiert. So, und da sage ich einfach mal, du kriegst die Zahnpasta nicht zurück in die Tube.
Also dieser sozusagen, dieses Hochschrauben der Kapitalverwertung auf ein höheres Niveau lässt sich nicht dadurch zurückdrehen, dass wir unsere nationalstaatlichen Grenzen wieder errichten und vielleicht noch ein paar Bundeswehrsoldaten da oben installieren, die aufpassen, dass die faulen Fresser andernorts auf der Welt nicht reinkommen. Zumal eine solche Haltung auch deswegen reaktionär ist, weil sie das dumpfeste und ressentimentgeladenste im Volkskörper bedient, reproduziert und versucht, nach links zu wenden. Und das kann nur schiefgehen. Man macht die Drecksarbeit für die Reaktionäre. So. Und dann gibt es andere, und das sind zum Teil auch dieselben, also das kann auch deckungsgleich sein, die betrachten Marx dann als einen Säulenheiligen und sitzen sozusagen wie Stettler und Waldorf auf der Empore und kommentieren die gesellschaftlichen Verhältnisse, genügen sich sozusagen in ihren Kleingruppen auch und reproduzieren ihre orthodoxen Vorstellungen darüber, was die wahre Lehre sei, und warten wahrscheinlich auf sowas wie den finalen Knall, mit dem sich dann alle Probleme von selbst lösen würden. Das funktioniert natürlich auch nicht, aber das ist auch immer noch sehr stark und übt immer noch eine große Anziehungskraft aus. Ich erlebe das. Selbst in dem Haus habe ich das hier heute übrigens gesehen. Also das liegt auch draußen rum. Man kann das sich alles angucken. Der wahre Lenin, der wahre Marx und sowas alles. Und dann gibt es einen dritten Teil von Leuten, die will ich mal die suchenden Linken nennen. Die versuchen in all diesen komplexen und zum Teil auch sehr undurchschaubaren und in permanenter Umwälzung und Dynamik befindlichen Prozessen, gehen die auf die Suche nach sowas wie neuen Allianzen, neuen Formen von Solidarität, neuen Formen von Kollektivität. Und jetzt bin ich bei der Stadt. Und das kann ich jetzt auch ganz kurz machen. Die Stadt ist halt ein Auseinandersetzungsort, weil Metropolen Knotenpunkte sind im internationalen Netz der Reorganisation von Gesellschaft und auch von Kapitalverwertung. Und deswegen spielen sich in den Städten als Hotspots auch bestimmte Auseinandersetzungen in zugespitzter Art und Weise ab. Die Fragen von Teilhabe, von sozialen Hierarchien, von Migrantinnen und Migranten, von Frauen, von Queers und dergleichen. Aber auch, und da komme ich dann zurück zur Arbeiterklasse, ich meine damit, mit dem, was ich vorhin gesagt habe, nicht, dass die Kämpfe der Arbeiterklasse, die weit fragmentierter und ich glaube auch weit weniger kollektiv ist und auch nicht in jeder Hinsicht per se immer schon fortschrittlich gewesen, qua Definition oder qua Auftrag in der utopischen Zielvorstellung, den Kapitalismus zu überwinden. Diese Kämpfe muss man miteinander verbinden, statt sie gegeneinander zu treiben. Und das ist ein relativ komplizierter Suchprozess, weil erkläre mal abgesehen davon, dass es natürlich auch Mitglieder der Arbeiterklasse gibt, die lesbisch, schwarz und möglicherweise sogar behinderte Menschen sind, also die sozusagen mehrere Diskriminierungs- und Auseinandersetzungsfelder in ihrer Person vereinen. Will ich aber Identitäts- und Klassenfragen nicht gegeneinander gestellt, sondern miteinander verbunden wissen. Und das ist die eigentliche komplizierte Herausforderung. Wie vermittle ich beispielsweise, dass die Situation von Migranten in so einer Stadt wie Berlin zwar eine völlig andere ist als die von ausgegrenzten oder schlecht bezahlten Prekarisierten, dass das gesellschaftliche Grundproblem aber nur in einer Allianz zu bekämpfen und der Kapitalismus auch nur in einer Allianz zu überwinden ist. Dass also die Linke gegen die Neuorganisation, Neufragmentierung der sozialen Hierarchien eigene mobilisierungsfähige Ideen, Projekte, Transformationsgeschichten setzen können. Und das ist eine Mischung aus Abwehrkämpfen gegen Privatisierung, gegen das Verschleudern von Grund und Boden, aber auch von transformatorischen Ideen wie allgemeine Bildungsrechte für alle, unabhängig von Pass, Krankenscheine für Migrantinnen und Migranten, Zugänge zu Kultur und Bildung. Also ich könnte das jetzt endlos fortsetzen, aber da muss man dann ins Detail gehen und muss dann die konkreten Projekte miteinander diskutieren. Wie progressiv sind, wie transformatorisch sind die oder sind es einfach nur notwendige Abwehrkämpfe? Vielen Dank, Klaus. Du kannst dir für die zweite Runde mal ein paar Beispiele, glaube ich, überlegen. Ich glaube, die Debatte, und ich vermute, Luciana wird daran gleich anschließen. I think, Luciana, the debate that Klaus opened up to, you know, like how to connect the different subjectivities, and to actually build these alliances is something that you are also wondering about, and I think we are like already in this discussion, what does the left need to do and how can we, like, what do we need to do and how do we need to organize so that we can actually achieve some kind of transformation? Well, I would say, how do we see what Marx called Aufhebung, which is the sentence of Marx I prefer, when he had to define communism
As you know, he never dared to design a specific kind of model of society, but he said it's the real movement which abolishes the present state of things, the Aufhebung, the overcoming. So how does it look for us? That is the point of departure. Well, first of all, I think we should rebuild the capacity of representation, which means reunification of the fragmented body of the exploited, being aware, that is the new point, that this will not happen in a spontaneous way. Why the movement, who represent 99%, have never been able to defeat the 1%. I can't stand this sentence, which is always repeated. We are the 99%, okay, but we are always defeated. And we are defeated because it is very easy to unify the 99% in protest, but as soon as you go to design, to present an alternative, the same 99% is reproducing the social fragmentation that took place, and you can't use it anymore. Precisely because in an advanced capitalistic society, there is no longer a social group which in its spontaneity could become the agent of an alternative which would be able to play the classic role Marxism in all its versions gave to the working class. What is required is an anti-capitalistic bloc which unifies the diverse and often contradictory victims of the system whose unity can be achieved only at a higher level of mediation, not on the base of immediate demands. Only in this perspective of a project, of a long-term project, you can try to unify them. Political parties of the left have become incapable to do so for many reasons, but mainly because the changes which took place in society have been so complex and diversified that it was difficult to keep the movements they produce within the same structure. Parties became deaf to their demands, suspicious of the political new practices which were taking place. Think to women, how suspicious they have been because the women organize themselves and practices politics in a different way. So if this happens, it's also because they consider themselves as the only subject authorized to make politics. This, I think, depends very much from the very statist culture, do you understand what I mean? Which belongs both to the social democratic and to the communist tradition, both obsessed by the conquest of central power, although, of course, in a different way. At such a point that they designed the structure of their parties upon this goal. In this way, they lost touch with the society and they forgot that the problem of conquest of society is the precondition of the conquest of central power. So the point is, are the movements able to replace this role which the party have not been able to represent? I would say yes and no. Movements as well have to upgrade their role. Gramsci, in prison, inspired by Lenin's State of Revolution, and aware of the risk of party overwhelming dominance, wrote about Soviets, not Soviets for insurrection, not for the conquest of central power, but as forms of a state heading for extinction, councils as direct permanent form of democracy, which should grow alongside the delegate parliamentary representation, instruments aimed to exercise a power from below, permanent organizations which gradually rip spaces of concrete governance, equipping themselves for the reconquest of space expropriated by state bureaucracy. In a word, steps towards the extinction of the state. You may say I'm crazy, I know, because I'm talking about extinction of the state, but I
try to explain you what I mean. If I am mentioning the indication of Gramsci, it's because I believe it is not utopian. After 68, in the 70s in Italy, struggles were able to build something similar. Work councils in factories, not just trade union, but political bodies, and territory councils, what we call consigli di zona, caring for health, housing, schools, and so on. Although I disagree in many points with what has been said by Michael Hart 2 days ago, I do agree with him when he says that nowadays there is on the ground a multiplicity of new experiences, rural and urban, some of them renewing past traditions as cooperative solidarity organization, many born within the Christian world. Some of them born out of new sharing practices. And there are also new attempts to set up common goods in order to overcome both state and private ownership. All these attempts can be very creative, capable to become ground for transformation, to develop new cultures, to recompose in the long term a common subjectivity, to give life to the permanent organizations I mentioned when I spoke about councils. I make you an example. In Italy, we had a very strong movement against the privatization of water. We succeeded in collecting the signatures in order to have a referendum, and we won the referendum. But what happened immediately afterwards? The movement disappeared. And a lot of problems were open, remained open, because once you say that water should not be private, you have to deal with a lot of problems. Who is going to give the capital for the investments in order to keep it in order, who is managing it, and so on. So that step the movements are incapable to make, you know, and then they dissolve immediately. So to give life to these permanent organizations, I mentioned when I spoke about councils, Soviets, as Gramsci used to call them. So that is the point. And the parties should therefore be organizations which do not pretend to reduce all to one, but capable to keep a dialectic relation with these more direct social experiences. But to do so, the movements should change a lot as well in order to achieve a unity not imposed, but born out of social autonomous experiences. And for to do this, it is required much more than just protest. We need movements capable to build new forms of permanent organized democracy. Aware of being building embryos of a new system, steps toward reappropriation of the management expropriated by the state, and not reduce themselves, as often happens, into self-sufficient small charity clubs based on voluntary work. Pope Francis, who, by the way, is the best protagonist of the left who is around, when he spoke addressing the movement he's assembling every year, by the way, the movement are almost the same that we assemble in our social world social forum, with few exceptions. So he addressed them and told, guys, charity is very important, but what is required is politics. So if the Pope says this, we couldn't be less, of course. So the revolution requires, the transformation of protagonist, of the subject, of the possible transformation. And I think we should and we can be optimists. Again, I agree with Michael Hart when he said that when the situation is very bad, very serious, one has to look farther up to upgrade your own fantasy. So I would say that the new contradictions of our time, which are more multiple, or more, many more than we thought, give us for the first time the objective base to give rational form and practical strength to Marx's radical critique and to his project of qualitative change of the social structures and values, which he could only hint when he wrote about communism.
All this obliges us to reconsider not only our analysis and strategy, but also our political practice, not taking a distance from Marxism, but on the contrary, opening all the possibilities embedded in his ideas. So the revolution is in Gramsci, and I think he's right, is the conclusion of an articulated process through which it is shaped within the concreteness of the political movement and of the existing society, an alternative society. It is very difficult, certainly more difficult than to conquer the Winter Palace, that's sure. Thank you very much. So we're back at the Winter Palace and how it looks like today and how we can storm it. Or maybe in the end it will look very different from 100 years ago. Anyway, maybe I would like to ask Vish to relate to that. Like, how would you think about, or like, do you have examples, experiences when it comes to building this new diverse left that we need to build, that, you know, like Luciana and also Klaus said, we need to build a left that is able to learn to transform itself, and that tries to connect these different fights, subjectivities, and the diversity of the working class. Do you have any ideas of how to do that from your own experience? I want to start with our disposition as the left. So deriving from our analysis, it would seem there's a sequence of defeats. There's a defeats coming out of almost three decades of neoliberalization. There's imminent defeat with the authoritarian shift happening right now, which probably could go in very fascistic directions. And there's the third imminent defeat, and that's around the climate crisis and climate shocks. Now, we can respond to this in abstentionist ways. We can become, if you like, extremely pessimistic, and Margaret Thatcher wins, because our lament and our cynicism becomes part of our possessive individualism. That's one form of it. The other, of course, is catastrophism. It's too overwhelming what's happening right now. And of course, we also retreat. The third, of course, response is millenarianism. And I'm really glad that the Pope is saying, don't pray. He's saying, let's get political. And that's very, very important. So just to go further than that, the stakes are very high right now. And I agree, Klaus. I mean, we have good analysis on the left, and it is telling us about the depth of crisis and so on. But I do think, and for me today, I'm here to say, if we are fighting, let's intensify the fight. If we are not fighting, let's join the fight, and let's rise to the challenge today to make the impossible possible. We've got to make the extraordinary ordinary in the everyday today. We've got to bring our biggest dreams to the fore so that they are not ignored. I really do think that we have to struggle from the standpoint that tomorrow belongs to all of us, more so today than ever before. Now, beyond all of that, if you look at what's happened in South Africa over the past 2.5 decades of democratic freedom, we took a wrong turn in South Africa. And we had a decade of a kleptocratic president who built an extra constitutional state, rolling back the gains of our national liberation struggle through the ANC apparatus. And we fought back. And over 15 years, and in my case, the battle started in the Communist Party against the Zuma authoritarian populist bandwagon. But over 15 years, we built, if you like, resistance, cutting across political society, cutting across civil society. And one of the major culminating moments to delegitimize this kind of authoritarian spasm was a big march that we organized on April 7th last year
And it was a march across the country, actually. Over 300,000 people came onto the streets. It was the largest post-apartheid mass expression of resistance. And that deepened the delegitimization. I mean, I personally was involved in co-organizing the 50,000 march to the union buildings. But we aggregated crowd power. We aggregated mass power around this discontent, to the point where the ANC was forced to recall Jacob Zuma before his term was up. I'm using that and I'm referencing that to say that it is possible for progressive forces and for left forces to step in front. The other point I want to make very quickly is about representation, and I agree with Luciana. We cannot surrender representation, and particularly the party form. But I think we are at a moment where we do have to think creatively. And if we look at actually Marx, in 1846, him and Engels were for the first time organizing something, which was the Communist Correspondence Committee out of Brussels. And what is interesting when you study that experience is that they were very, particularly Marx, was cautious to say, let's not take a big leap and institutionalize this. It's got to build a momentum from below. When you look at the first Marxist party we've had, of 1847, the Communist League. And if you study that experience and its statutes, it's again very telling what comes out of that. That again, there was an emphasis on ensuring that voice and power from below shapes the deliberations of the Communist League. The point I'm getting at is that, yes, that was a very different historical context, and I'm not reaching for the P.O. Marx and so on. But what's instructive, what is instructive in that experience is the principle that the self-emancipation of the working class must guide how we think about political form, how we think about representation. And I do think that that principle is still very important for us today. So Frantz Fanon, a Marxist in the African context, in the Algerian struggle, writing in the late 50s, in The Wretched of the Earth, when he kind of reflects deeply on the pitfalls of national consciousness, he reaches a conclusion about a political form. He talks about the people-driven party. And I think that's a very interesting idea because it has expression in the current wave or generation of left parties that are emerging. What we've seen in terms of the party movement form in Brazil and its articulation with movements, what we've seen particularly with Podemos and its attempt to break down the divide between formal card-carrying member and, of course, citizen, and to try and kind of get an articulation going at that level. In a sense, we are at a frontier where we have to invent, in my view, the new political form that gets representation right, that gets the imperative of self-emancipation from below. Whether it is the working class, the wageless majorities, whoever's the subject of history, we have to ensure that we think in terms of movement, citizen-driven parties today. I think that's very, very important to think about where we are. It's something we still have to invent, I would argue, but I think the experiences we are accumulating and gathering in this phase of history are throwing up this idea. The final set of points I'd make very quickly in response to the conversation. The climate crisis, I think, focuses the left mind. If it doesn't, then there's something wrong with us. You know, at 3, 4, 5 degrees increase in planetary temperature, we're all dead, we're all gone. Now, there's a fundamental imperative here around our politics, and this is not being alarmist, and this is not, again, trying to induce fear in the debate. I think we're all guided by the science, and that's very, very important in the conversation. But I do think that the climate crisis takes us beyond reform versus revolution. So if we're looking for a new politics, I think it's in the making in our response to the climate crisis, because it calls forth the imperative to ensure systemic transformation to sustain life. So whether we like it or not, we don't have a choice but to be radical in responding to the climate crisis. And I think that's a very, very important, if you like, premise for left politics today. We need to build new energy systems, new water systems, new food systems,
new transport systems, etc., that can handle the climate shocks that are going to reverberate throughout our planet. And in that context, you know, Marx is also very instructive, because Marx never invented the idea of socialism. Socialism comes from secretive worker societies, comes from the League of the Just, it comes from the Charterist movement, and so on. It comes from the ferment of the 1830s and 1840s, before Marx, actually, in an interesting way. And Marx synthesizes his immersion amongst the working class and listening and engaging, all the names, Waitling and Bawust and so on and so on. Marx was grappling with the imagination of the working class. I think today, if we humble ourselves and if we listen to workers, there are more workers on the planet today than during the Industrial Revolution. What is interesting coming out of the worker response to the climate crisis, I think, is very profound. There are some interesting ideas. The idea of a just transition comes from workers. The idea of socially owned renewable energy comes from the metal workers in South Africa. The idea of the idea of energy democracy also comes from workers. And I really think that if we are to reframe a response to the climate crisis, it does mean, again, engaging in that intimate dialogue with the working class, despite the emergence of wageless majorities, despite the precariatization, etc. And I'll finally conclude on this note, that it's all about democratic systemic reform. And what am I talking about here? I'm talking about a politics that's going to constitute power from below. So it's not sitting in the Winter Palace hovering somewhere. It's amongst us. It's in our agency. It's in our subjectivity. And that's where we need to build this power. We need to think about non-productivist alternatives that are not producing, if you like, more and more and more, but are really thinking about the needs of human beings and of the planet and ecosystems. We've got to think about aggregating power from below, and I think this is where I agree with Klaus about alliances. And how do we construct these alliances as part of building democratic systemic reform? And in this context, the practice I would reference is our work on food sovereignty in South Africa and what we are doing to build food sovereignty pathways that build symbolic power, that build movement power, that build direct power, that build structural power from below, where we are really trying to charter pathways around seed banks, around agroecology, et cetera, to feed villages, cities, and towns. We've got a long way to go, but I think this is the kind of prefigurative imagination we need to be thinking with. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, especially also for like really getting into the struggles and for climate justice, for food sovereignty, to make this, you know, like this theoretical debate about how can we build a transformative party and movement and transformative projects a bit more, you know, understandable and like relatable. Also, like especially if we're here in a city that has in some way similar, but in some way also very different challenges. And so maybe the question to Klaus before we open for the debate with you all is how would you see this? Where do you see maybe the starting points of transformative projects and politics? Also ich glaube, dass sich genau an dieser Frage theoretische und praktische Fragestellungen miteinander verbinden. Ich bin Wisch nochmal sehr dankbar, dass er gesagt hat, wo bestimmte transformative Ideen eigentlich entstehen. Und wir können uns natürlich, wir sind uns wahrscheinlich relativ schnell einig, dass diese verdinglichte, dynamische Herrschaftsform, Kapitalismus, längst im globalen Maßstab wirksam ist und die Hierarchiezuweisungen, Privilegien und Ausgrenzungen längst im globalen Maßstab verteilt werden. Das Institut für wie heißt die, Gesellschaftsanalyse, hatte vor einigen Jahren mal, war im Umfeld sozusagen der großen Finanz- und Wirtschaftskrise, die Frage aufgemacht, welche Szenarien denkbar sind, dass die Verwerfungen und Umbrüche dieser Krise verarbeitet werden, im nationalstaatlichen genauso wie im internationalen Rahmen. Eine erinnere ich mich noch, Mario muss mich korrigieren,
hieß sowas wie die autoritäre Bearbeitungsform. So, diese autoritäre Bearbeitungsform erleben wir jetzt in Südafrika, in Italien, auch hierzulande, wenngleich völlig unterschiedlich. Und die Tatsache, dass wir sowohl Gesellschaften sich immer noch in einem nationalstaatlichen Rahmen definieren, verstehen und verhandeln die politischen Fragen, und die Linke bedauerlicherweise auch, verschleiert diese internationalen Verbindungen und Beziehungen. So, das muss man, glaube ich, erstmal vorwegstellen, weil Allianzen einzugehen heißt nicht nur im städtischen oder im nationalstaatlichen Rahmen zu denken, Kämpfe zu verbinden heißt nicht nur, sich sozusagen in der eigenen, sich sozusagen in den eigenen Stadtmauern gemütlich zu machen oder in den eigenen nationalstaatlichen Grenzen gemütlich zu machen, sondern tatsächlich darüber hinaus zu denken, internationalistisch zu denken. Warum stelle ich das voran? Weil wenn ich jetzt praktische Beispiele dafür nenne, wie ich glaube, wie Stadtpolitik reagieren kann, dann kann ich das nicht vollständig machen, sondern nur fragmentarisch. Und ich kann auch die Sortierung, welchen Charakter oder welche Relevanz diese Punkte haben, die ich jetzt nenne, kann ich auch nur fragmentarisch machen. Ich glaube, es geht einmal um Abwehrkämpfe, die klassischen Abwehrkämpfe. Man versucht, Terrain zu verteidigen gegen Umbrüche, gegen autoritären Umbau der Institutionen, oder man versucht, öffentliche Güter zu verteidigen gegen Privatisierung. Das ist alles erstmal ehrenwert. Und da würde ich im Übrigen auch sagen, müssen wir tatsächlich sogar manche Errungenschaften der liberalen bürgerlichen Demokratie gegen den autoritären Umbau verteidigen. Also das nicht als, wir kennen diese ganzen Debatten um Postdemokratie. Es reicht aber nicht, das zu konzedieren, sondern wir müssen auch darüber nachdenken, was sind linke Antworten, die eine Transformation möglich machen, eine verteidigende oder vielleicht sogar eine über den heutigen Tag hinaus, wo wir vielleicht erst in 20 oder 30 Jahren wissen, ob der Weg richtig war. Also es ist auch, hat auch was mit Trial and Error zu tun. Also ich habe nicht die Weisheit zu wissen, wie sich dieser Kapitalverwertungsdynamik in den nächsten Jahren weiterentwickelt und welche verworrenen und merkwürdigen Kräfteallianzen daraus entstehen. Das Zweite sind, solidarische Praktiken zu befördern. Und zwar entweder vermittelt über staatliche Institutionen oder auch durch Empowerment von kollektiven Praktiken, die es schon gibt und die vielleicht weiterentwickelt oder neu entwickelt werden. Wir haben Wagenburgen hier in der Stadt. Das kann man irgendwie für banal halten, aber es sind andere kollektive Praktiken, die dort gelebt werden, als bei der kapitalgeprägten Deutsche Wohnen, die hier ihre Wohnungsbestände in Wert setzt. Das kann man ja schon mal gegeneinander stellen. Es gab hier besetzte Häuser in der Stadt, es gibt Genossenschaften in der Stadt, kollektive Praktiken unterstützen. Und das Dritte sind Ansätze alternativer gesellschaftlicher Vermittlungsformen zu suchen, zumindest zu suchen, auszuprobieren, mal sehen, ob es klappt. Und das Vierte ist, auch Hegemonie-Auseinandersetzungen einzugehen. Hegemonie-Auseinandersetzungen finden zum Beispiel statt, wenn wir das Thema Umgang mit dem kolonialen Erbe in dieser Stadt zu einem ganz zentralen politischen Verhandlungsthema machen. Weil die Frage, wie mit Raubgut umgegangen wird, wie mit kolonial eroberten Schätzen aus anderen Teilen der Welt umgegangen werden, ist ja nur der Aufhänger, an dem ich internationale, globalisierte ökonomische Abhängigkeiten, neokoloniale Praktiken, internationale Rechtsverhältnisse zum Schutz dieser Privilegien thematisieren kann. Das ist so ein Thema, was uns ganz wichtig ist. So. Wir gründen hier ein Stadtwerk, um Ökostrom zu erzeugen, in öffentlicher Regie. Wir versuchen, die sozial-ökologische Wende in der Stadt voranzubringen, durch eine andere Verkehrspolitik, durch eine andere Art der Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs, wo Barrierefreiheit eine Rolle spielt. Wir führen jetzt ein, dass die Kinder, Schülerinnen und Schüler von Familien, die benachteiligt, sozial benachteiligt sind, kostenfrei mit dem öffentlichen Nahverkehr fahren können. Das sind kleine soziale Geschichten, aber dahinter steckt eine größere Idee. Und das ist die Idee von Solidarität und gemeinsamer Verantwortung. Wie gesagt, vermittelt über staatliche Institutionen oder auch vermittelt durch unmittelbare kollektive Praktiken. Wir kämpfen um einen sozialen Wohnungssektor hier in der Stadt, um den Ausbau eines sozialen Wohnungssektors. Das ist eine Frage von Bodenpolitik genauso wie eine Frage von sozialer integrierter Stadtentwicklung, wo ich Generationenkonflikte mitdenke, wo ich Mobilitätseinschränkungen mitdenke, wo ich ethnische Vielfalt mitdenke und religiöse Vielfalt mitdenke, die eingehen muss in einer Art und Weise von Stadtpolitik, die man dann auch partizipativ organisieren muss. Soll keiner glauben, das sei nicht unfassbar kompliziert. So. Das geht um die Reetablierung einer anderen Grundversorgungsvorstellung. Ich bin ja für Kultur zuständig. Also, wir haben in den letzten Jahren erlebt, wie das Bildungssystem auf die MINT-Fächer ausgerichtet wurde. Also, es ging darum, junge Leute fit zu machen für den Arbeitsmarkt. Dazu musste man Mathe, Physik, Technik kennen.
Welche Rolle spielt eigentlich Herzensbildung und ästhetische Bildung oder die Entwicklung eigener humanistischer Maßstäbe? So, also geht's auch um die Frage, wie Musikschulen ausgestattet werden, wie Jugendkunstschulen ausgestattet werden, welche Rolle Kunst- und Musikunterricht an den Schulen spielt, welche Zugänglichkeit der Kultureinrichtungen nicht nur für ein paar bürgerliche Eliten von 30% der Stadtgesellschaft, sondern für alle, also auch für Migrantinnen und Migranten beinhaltet. Das setzt natürlich voraus, dass auf der Bühne Dinge passieren, die auch mit deren Leben was zu tun haben und nicht nur Selbstbeweihräucherungsstücke der Bourgeoisie. So. Also da geht es um ganz, ganz viele Praktiken, die wir versuchen dazu zu etablieren. Es geht um letztlich soziale Teilhabe anstelle von Marktvermittlung. Es geht um Barrierefreiheit, es geht um Erinnerungskultur und es geht auch um die Anerkennung anderer Formen von Arbeit gegenüber der Lohn- und Erwerbsarbeit, also Sorgearbeit, politisches Engagement, die Möglichkeit sozusagen die Lasten von Reproduktion zwischen den Geschlechtern gerechter und anders zu verteilen. So, also um Empowerment und Emanzipationsprozesse. So. Und deswegen, das ist eine ambivalente Veranstaltung, nicht alles davon sozusagen, wie du es dir denkst, passiert es am Ende auch. Aber ich glaube, und das ist mir besonders wichtig, andere linke mobilisierungskräftige Projekte kriegt man nicht bei Anne Will hin, indem man einem Teil der angeblich progressiven oder des wunschrevolutionären Subjekts auch mit reaktionärem Zeug nach dem Munde redet. Solche Praktiken kriegt man auch nicht hin, indem man lange Interviews gibt, in denen man erklärt, dass wir zurückfinden müssen zur damals sozialdemokratischen Praktiken, sich sozusagen dem schaffenden Volk gegen die Faulenzer, es ist jetzt alles überspitzt und böse, anzuwanzen. Sondern so eine neuen Projekte kriegst du nur hin, wenn du Praktiken versuchst. Und es sind immer erstmal nur Versuche. Ob die selbst tragen, ob die eine eigene Dynamik gewinnen, ob die eine transformatorische Qualität haben, das wird man alles erst sehen. Wenn man solche grenzüberschreitenden, soziale Schichten überschreitenden und auch interessensüberschreitenden und verbindenden Projekte entwickelt und die mit einer gewissen Dynamik versieht. Und da glaube ich, bin ich immer erstaunt, wie viele Ansätze es dafür gibt und wie wenig Linke sich oftmals für diese kleinen, konkreten Ansätze interessieren, im Großen und Ganzen aber beim Welterklären allen anderen politischen Kräften meilenweit überlegen sind. Vielen Dank, Klaus. Vielleicht kommen wir nachher noch dazu zu klären, sozusagen, ob ihr das, was Luciane angesprochen hatte, nämlich sozusagen aktiv auf das Absterben des Staates hinzuarbeiten, auf die Selbstorganisation der Gesellschaft und damit auch die Selbstorganisation von Parteien und Bewegungen sozusagen, ob das eine Rolle bei euch spielt oder wie das aussehen könnte auch innerhalb der sozusagen Partei- und Regierungspolitik sozusagen der Linken. Aber wir wollen ja nicht nur hier vorne reden, sondern auch mit euch oder mit Ihnen ins Gespräch kommen. Das heißt, jetzt the floor is open. Fragen können oder auch Kommentare, Ideen, Kritik kann geäußert werden in Deutsch oder in Englisch. Beide Sprachen gehen. Wer traut sich? Vielleicht hier zuerst. Hi, maybe I have a long question, so I hope it's okay, I go first. The questions of this complex and fractured working class we have today and the questions of where do we start with the transformation politics, they really resonate with me, and I would like to focus them by bringing up something from the news. I'm not sure how many people in the room are aware, but what's going on with the refugee camp in Ellwangen. My German's not perfect, and it's an ongoing situation, so hopefully I describe everything accurately, but if I don't, please correct me. So basically what happened was, I think 2 days ago, the police went to deport someone back to Italy under this policy that refugees can be deported to the initial country they arrive in, I believe is the policy. And I think about 200 people in the camp blocked the police from taking him, you know, as a form of protest. You know, these people, he didn't want to be sent back to Italy. The conditions in Germany aren't great, but they would be worse in Italy. And what happened is about a day later, I think there were 500 people in the camp and 200 people who protested them and they successfully stopped the police from taking him. And then I think yesterday, so a day later, the police come back with, I think, 150 or 200 armed officers in the middle of the night. They arrest maybe 18 people, they take this guy away, and there's all sorts of stuff in the news and
you know, the police are claiming that they thought they had weapons, all these things. And so this strikes me as an example of exactly what we're talking about, like a complex, fractured proletariat and a group trying to build, trying to organize amongst themselves and protest an unjust system, a neocolonial system. So I want to ask all of you, how do we support refugees in their protests against the system? And how do we support generally marginalized, dispossessed groups organizing amongst themselves instead of just imposing external help? Thank you. Well, I think we'll collect two more questions and... Ja, also ich habe eine Frage an Klaus Lederer. Und zwar würde mich interessieren, also du hast jetzt von vielen Ansätzen gesprochen, die es in Berlin gibt. Das klingt für mich immer wie so eine Aufzählung. So, es gibt, also ich meine, ich finde es sehr, sehr wichtig, dass auch in der Tagespolitik diese ganz vielen kleinen Sachen gemacht werden. Aber so Sachen wie, okay, es gab mal besetzte Häuser und es gibt hier ein kleines Projekt und dort ein kleines Projekt, da frage ich mich immer so ein bisschen, kann das den generellen Trend aufhalten, den es gibt in dieser Stadt, dass immer mehr Häuser privatisiert werden, dass die Mieten steigen, und wie wollt ihr als Linke oder gibt es da Konzepte, wie man diesen generellen Trend aufhalten kann, weil ich glaube nicht, dass diese ganzen vielen kleinen Projekte diesen größeren Trend aufhalten werden können, und dass dort eigentlich rabiatere Maßnahmen in Richtung Enteignung eigentlich die einzige Möglichkeit darstellen würden, und ob es da, ja, das wäre meine Frage. Und die Dame hier, genau, nee, die, die Dame. Mhm. Danke. Na gut, ich meine, ich glaube nicht kaum, dass der Berliner Senat Häuser enteignen kann. Das ist natürlich ein Problem. Aber für mich stellt sich natürlich die Frage auch, wenn die Linke eben wie in Berlin oder auch in anderen Bundesländern an der Regierung beteiligt sind, sind sie natürlich auch ein Teil des Staates. Und jetzt ohne jetzt Kritik üben zu wollen, aber das ist natürlich ein Problem. Besetzte Häuser werden geräumt. Flüchtlinge müssen abgeschoben werden, und das ist natürlich, und die Partei ist dann, und die Linke ist dann ein Teil dieses repressiven Apparates, und das ist eine Sache, die auch, wenn man selber auch links ist, schwer auszuhalten ist, und welche Möglichkeiten, das zu verhindern oder sich dort der Sache auch zu entziehen, bestehen, das ist für mich auch eine wichtige Frage. Ansonsten wird eben auch die Linke als Teil des repressiven Staatsapparates angesehen und wiederum verspielt dann wieder eigentlich Sympathien, die sie bei einem großen Teil der Bevölkerung hat. Und wie geht man mit dieser Diskrepanz eigentlich um? Dankeschön. Wir machen jetzt eine Antwortrunde und dann gibt es noch mal eine zweite Fragerunde. Willst du gleich direkt? Ja, das ist die Frage nach dem Staat, den Institutionen, dem Parlamentarismus und so weiter, die ich absolut nachvollziehbar finde. Ich glaube nur, der Staat ist eine ambivalente Veranstaltung. Und staatliche Institutionen sind es auch. Und staatliche Institutionen sind, Joachim Hirsch hätte wahrscheinlich gesagt, sowas wie ein gegossenes Kräfteverhältnis, was man in die eine oder andere Richtung verändern kann, wenn man sich darauf einlässt. Das heißt, die Ambivalenzen auszuhalten. Mal abgesehen davon, dass ich glaube, dass im Sinne eines erweiterten Staatsverständnisses auch selbst eine Bewegung Teil eines Staates ist, die in Hegemoniekämpfe eingreift und sich auch in diesen Ambivalenzen bewegen muss, auch wenn sie nicht im Parlament ist, auch wenn sie nicht zu Parlamenten kandidiert oder an Regierungen sich beteiligt. Also der Irrglaube, wenn ich nicht Teil der Institution wäre, dann müsse ich mich auch mit den Widersprüchen nicht auseinandersetzen, die in den Institutionen und in der Gesellschaft existieren, ist ja auch eine Irre. So. Ich will damit sagen, wer sich nicht in Gefahr begibt, wird darin umkommen. Wer nicht in diese Widersprüche einsteigt, wird gar nicht die Chance erwerben, jemals über das eine oder andere Minimum an leichter kleiner Veränderung hinauszukommen, was man mit einem punktuellen Barrikadenkampf oder einem punktuellen Stellungskampf hinbekommt. Ich sage das einfach deswegen vorweg, weil man kann zugucken, wie die autoritären, freiheitseinschränkenden Komponenten bürgerlicher Staatlichkeit transformiert und ausgebaut werden. Oder man kann versuchen, die freiheitsermöglichenden Komponenten bürgerlich-demokratischer Staatlichkeit auszubauen. Beide Dimensionen gibt es.
So. Natürlich ist es so, dass du nie in Reinkultur, also du lebst nicht im luftleeren Raum und du kriegst natürlich nie das sozusagen ideale Versuchsfeld oder die idealen Bedingungen. Deswegen ist so eine Haltung, die da lautet, wir warten mal, bis die Bedingungen so sind, dass wir da ohne Bedenken und ohne moralische Skrupel mitmachen können. Eine schwierige Haltung, weil ich glaube, dass diese Bedingungen nie eintreten werden. So. Also ich muss damit leben, dass ich ja in einer Stadt wie Berlin bundesdeutsche Gesetze zu beachten habe und das bedeutet, es finden ja Abschiebungen statt. Ich kann an dieser Stelle nur versuchen, mit einer anderen Besetzung einer Notfallkommission und mit einer anderen Form von Betreuung und Integration und auch mit einer anderen Form, also über Abschiebung, über Anerkennung von Geflüchteten entscheiden Bundesbehörden, das machen wir im Land gar nicht. Aber du hast immer Spielräume und kannst versuchen, und da sage ich im Übrigen auch, jeder Einzelne, den man gerettet hat vor der Abschiebung, ist es schon wert gewesen. Ich will auch mal sagen. Ja, du hast Möglichkeiten, darauf Einfluss zu nehmen, die sind in unterschiedlichen Politikfeldern unterschiedlich groß. In der Bodenpolitik ist ein Unterschied, ob man, wie wir es in Berlin 2003, 2004, 2005 machen mussten, weil wir keine Alternative hatten und uns nichts anderes eingefallen ist, um die Wohnungsbaugesellschaften vor dem Bankrott zu bewahren, Wohnungsbestände verkauft haben wir. Das ist hier. In Berlin sind Wohnungsbestände unter einer rot-roten Regierung verkauft worden. Heute ist die Situation, dass wir mit Überschüssen Grund und Boden aufkaufen. Heute ist die Situation so, dass städtische Immobilien grundsätzlich nicht mehr verkauft werden, sondern bestenfalls Abbaurecht ausgeübt wird und wir die Grundstücke nutzen, um Schulen, Kitas, öffentliche Wohnungsbestände und andere öffentliche Infrastrukturen zu bauen. Das ist eine völlig veränderte Situation gegenüber vor 10 oder 15 Jahren. Ich glaube, auch Enteignung kriegen wir hier nicht hin, aber die Frage, ob man eine Diskussion in der Bundesrepublik oder vielleicht auch europaweit entfacht bekommt, die Frage stellt, ob das bürgerliche Eigentumsregime in Bezug auf Grund und Boden eigentlich so bleiben muss, wie es ist, das wäre doch mal spannend. Und es geht nicht um einzelne besetzte Häuser, es geht auch nicht um die eine oder andere Wagenburg, sondern es geht für mich darum, ob man tatsächlich relevante Teile des Stadtgebietes einem Immobilienmarkt entziehen kann, der Kapitalverwertung entziehen kann und einem anderen Regime unterwerfen kann, der Zuteilung von Ressourcen. Wir haben jetzt das Radialsystem zurückgekauft, einen Kulturort. Wir haben die alte Münze, das ist auch ein Kulturort, gesichert und Investitionsmittel aufgetrieben, 35 Millionen, um das Ding sanieren zu können, um dort dann auch zum Teil auch mit Partizipation und Selbstverwaltungskomponenten versehene Form des Betriebs zu organisieren. Wir errichten Atelier- und Kunsträume und ich sage im Übrigen mal auch, muss jetzt hier dieses Plädoyer für die Kulturpolitik abgeben, weil die Linke sich leider für Kulturpolitik viel zu wenig interessiert, was ich ein riesengroßes Problem finde, weil künstlerische Praktiken eben auch Bestandteil sind utopischer Selbstverständigung. Und wenn ich Orte in der Stadt sichere, wo solche Praktiken stattfinden können, wo Möglichkeitsräume eröffnet werden, wo Gedanken mal jenseits der Zwänge und Widrigkeiten der verdinglichten Herrschaft irgendwie gedacht werden oder auch praktiziert werden können, trage ich damit auch zu Alternativen bei. Ich will damit sagen, ich kann noch nicht mal sagen, ob Dinge, die wir jetzt anschieben, wirklich irgendwann in transformatorische Praktiken oder Projekte münden. Deswegen habe ich vorhin gesagt, das eine ist vielleicht ein Abwehrkampf, das nächste ist vielleicht sozusagen eine Etablierung einer neuen kollektiven Praxis vermittelt durch staatliche Institutionen oder ermöglicht durch staatliche Institutionen. Also man kann eben ein besetztes Haus räumen, man kann aber auch ein besetztes Haus kaufen und legalisieren und den Versuch darin ermöglichen, eine andere Form des Wohnens, des generationsübergreifenden und des kollektiven Wohnens zu etablieren. So. Ich will damit sagen, du kommst aus den Widersprüchen nicht raus. Aber du kannst im Rahmen der Gestaltungsspielräume, die du hast, entweder mit größerer Unterstützung aus Stadtgesellschaft und von stadtgesellschaftlichen Akteuren oder ohne sie, in die eine oder andere Richtung Weichen stellen. Und da mir auch gar nichts anderes einfällt derzeit, also weder der große Knall noch irgendwie, dann steigt aus den Trümmern der alten Gesellschaft die sozialistische Weltrepublik, sehe ich alles nicht. Finde ich, muss man zivilgesellschaftliche, außerparlamentarische Praktiken und parlamentarische, institutionelle Praktiken miteinander verbinden, um in der einen oder anderen Richtung mal sowas wie vielleicht neue Logiken zu etablieren, jenseits von Autorität, von es regelt der Markt, du bist selbst deines Glückes Schmied und im Übrigen gibt es sowieso keine Alternative und sowas wie Gesellschaft existiert gar nicht. Das ist die für mich spannende Frage. Und da gibt's, ich habe nur ein paar Anknüpfungspunkte genannt, da gibt es eine Reihe von Anknüpfungspunkten dafür. Und ich fände es sehr fruchtbar, wenn eine Linke stärker darüber diskutieren würde, wie progressiv sind die, welche Potenziale beinhalten die, lohnt sich das, wo,
wo setzen wir eigentlich unsere knappen Ressourcen ein? Gründen wir jetzt eher ein Stadtwerk, weil wir sind ja auch begrenzt in unserer Kraft? Oder stärken wir jetzt eher die Wohnungsbaugesellschaften? Also das fände ich eigentlich total wichtige Debatten, und die müsste man dann einordnen in den theoretischen Rahmen, der auch Reflexion ermöglicht, damit man nicht vor sich hinwurstet, unreflektiert. So, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Vielleicht noch ganz kurz zu der allerersten Frage, Flüchtlingsunterstützung. Na, also wir hatten hier in Berlin ja die Situation, dass bürgerschaftliches Engagement, also zivilgesellschaftliche Organisationen, und zwar über alle Geschichten in dieser Stadt hinweg, es vermocht haben, staatliches Versagen zu kompensieren vor 3 Jahren. Als hier in Größenordnung Geflüchtete gekommen sind, hat die Stadt, und zwar die Stadtbevölkerung, das erledigt, was die staatlichen Institutionen nicht zu erledigen in der Lage waren. Wir können jetzt versuchen, genau so eine Form von Selbstorganisation und Solidarität, und das tun wir im Übrigen, zu unterstützen. Krankenschein für nicht gemeldete Illegale, Unterstützung für Flüchtlingsinitiativen, Bau von regulären, integrativen Wohnprojekten, wo Geflüchtete, Studenten, andere miteinander wohnen. Also die Frage, wie kriege ich Partizipation, Ermöglichungsräume, solidarische kollektive Praktiken unterstützt als Staat? Ich kann sie nicht ersetzen. Ich kann ohnehin gesellschaftliche Selbstorganisation nicht staatlich anordnen oder so. Aber wir können Bedingungen schaffen, die es solchen Formen, solchen Keimen anderer Praktiken ermöglichen, vielleicht auch eine Eigendynamik zu entwickeln, eine eigene Kraft zu entwickeln, die dauerhaft trägt und die irgendwann, falls es mal anders kommt, falls hier mal eine CDU oder auch selbst mal eine AfD einen Polizeipräsidenten stellt, vielleicht auch eine andere Art von Gegenwehr und eine andere Art von Auseinandersetzung ermöglicht. Oder vielleicht perspektivisch auch tatsächlich bestimmte staatliche Verwaltungsformen von Geflüchteten, weil wir verwalten ja Elend auch in dieser Gesellschaft, zu ersetzen durch kollektive gesellschaftliche Praktiken, die eher Empowerment und Selbstorganisation sind. Aber wie gesagt, wir wissen in 20 Jahren, ob es geklappt hat. Wir sollten es wenigstens probieren, sonst brauchen wir uns in 20 Jahren nicht fragen, ob es hätte klappen können. Danke dir. Ich glaube, die Frage, yes. Well, about the question of being in government and not being the government. I'm sorry. Which is the main point, problem we all have all over. When the Communist Party of Italy was so strong and vital long ago, we had a slogan, which was to be a party of struggle and government. We were never in government, but this meant that from the opposition, you had to propose, not just to protest, but to try to advance proposals which could be accepted and realized, which meant to have an opposition which was not just, you know, protesting, but which behaved as if it was in government, although it was not in government. And I must say that in the decades in which the party was in the opposition, we obtained practically all the good things we still have and now are threatened. Welfare and everything. What happened that at a certain moment, the parties, people reduced themselves, concentrated themselves in the institutions and lost the second part of the slogan, struggle to be in the society. And that was the end, the beginning of the end. So that, I think we have to try to reestablish this. And this is why we need the movements, and we need a possibly permanent form of organization in the society, because otherwise it's very easy that the party in government or the local governments, it's finally reabsorbed by the logic of a traditional government, and it needs to be permanently pushed, let's say. But I think that the problem, I think Klaus mentioned this, our proposal have to go out of the compatibility of the system. We will never solve the problems if we operate within the compatibility. What I do mean, if we only think that the left is for a more equitable distribution in the same way and of the same goods, we will never arrive, we will never win.
the left is a more complicated thing. We are those who say that the point is to produce in a different way, different things, and to consume them in a different way, which means a change of the way of living. It's much more complicated. But this is the left today. It's not just to distribute same things and producing the same thing. What I do mean this, we have to try to let people understand the total irrationality to have a production of abundant production of useless things which you can find in the supermarket only because the value of these things is profit, you know? And then instead, you don't have collective consumption, which is services, and when the grandfather is ill, the family is destroyed because there are not enough hospital care, and women can't work because of this and this and this. So this is not just, you have to break this compatibility, otherwise we won't win. And which is difficult, of course, but I think this is a step forward that the left has to do and say, left is left because it thinks that we have to produce in a different way, different things, consume them in a different way, and live in a different way, which means the abolition of supermarkets, exactly, for instance, and with all what's there, you know, inside of useless. But the question of migrants, of course the question of migrants is a very difficult problem, and we are all, in Italy we have 1,000 who arrive every day, but they all want to come to Germany, so they finally arrive to Germany. And well, this is a great experience because in fact it's a tragic problem, but we also, it has developed an extraordinary voluntary activism of people in trying to help this. And this is what I meant, it's a great resource and strength, you know. And the way is to try to introduce the migrants in little groups, in the villages, in a delocalized way, not to have them concentrated in all together in camp, because otherwise it's very difficult for them to be really introduced in our society. And all the successful projects which we have had are those in which three, four, every village, it's very easy to introduce three, four person in a village, and this voluntary work is made in order to help this process coming into life. On migrants, I heard Klaus earlier say that class politics and identity politics should really go together. I actually agree with that, but I think we got to be careful also of the pitfalls and dangers of identity politics. Because identity politics today can easily feed into the ethno-nationalisms that are rising against migrants and so on. And I think that is why within Marxist theory, when we talk about capitalism, which is what we should be doing, we have to recognize objectively, yes, the working class is divided. There is a fragmentation of the working class. There is precarity. There is wageless majorities. There are migrants, etc. But the universal imperative of solidarity still is important because we are fighting a common struggle. We are fighting a common enemy, the capitalist system, and so on. And I think that becomes very, very important. In the South African context, we've had over 5 million refugees, migrants, etc., coming into South Africa, and we've had xenophobic violence, key episodic moments. But the response of the left was also in our communities and in our organizations, like informal traders, for example, a fraction of the working class, decided to bring in migrant traders into their organizations and to build solidarity. The victory against Zuma and the falling of Zuma was very, very important because he was an ethno-nationalist that fed into the xenophobic practices of the state in South Africa. I think all those issues are very important for this. Thank you. Thank you very much. We have, so who wants to start? I think Alex, you were... Es ist eigentlich
Es ist eigentlich fast mehr ein Kommentar zu der Diskussion. Ich finde, das ist so ein bisschen über Kreuz. Wenn ich das richtig verstehe, haben die beiden Gäste aus Ljubljana und Vize aus Südafrika eher die Tendenz, einen Antagonismus zu sehen, einen Zusammenhang, eine allgemeine Frage, eine Zuspitzung. Und bei Klaus, habe ich den Eindruck, dass du die politische Situation in eine Pluralität, in eine Vielzahl von Differenzen, ja, sozusagen auflöst und viele Probleme damit ansprichst. Und ich teile die Sicht von Ljubljana, dass die Gefahr groß ist, dass wir genau genommen wie der Hase sind und der Igel sozusagen doch immer ein bisschen schneller ist. Ja, also, und für mich ist die Frage, wie verbinden sich eigentlich beide Perspektiven? Also nämlich, weil die Frage der Vielzahl der Probleme, die Klaus, du ansprichst, die benötigen ja ihrerseits, um zu einer Veränderung zu führen, in irgendeiner Weise der Bündelung des Antagonismus. Wohin will das? Und ich glaube, dass die Frage, die Ljubljana aufmacht, nämlich die Frage nach der Repräsentation, weil du hast es, ich sage das mal so, das ist ja völlig nachvollziehbar, aber sehr aus der Situation einer staatlichen, also Politik aus der Regierungsperspektive, aber es gibt ja zunächst mal die Parteiperspektive und dann für die Linke die Frage, wie organisieren wir diese Praktiken der Verbindung nach unten, damit die Leute erkennen, dass das für sie eine Verbindung ergibt. Und wollen wir mit allen verbunden sein? Als Politiker im Kulturressort muss man mit vielen Menschen verbunden sein, logischerweise. Aber gilt das in gleicher Weise für die Linke? Und wie wird dieser Antagonismus hergestellt oder diese Polarisierung, diese Bündelung, die notwendig ist, die großen Fragen zu bewältigen? Weil du sprichst von einem Zeithorizont von 20 Jahren und ich weiß nicht, ob ich den Namen richtig ausspreche, sagt, haben wir die Zeit von 20 Jahren überhaupt noch? Ja, bis 2050 geht der Nordseemeeresspiegel um 60 Zentimeter hoch und dann wer will wissen, was hier in Berlin ist? Also das ist ja eine Frage, wo wir sagen müssen, müssen wir nicht Kräfte bündeln, andere Repräsentationsbeziehungen herstellen, tatsächlich auch mehr Empowerment machen, dass sozusagen die Menschen über diese Schwelle von Aktivität gehen, die Probleme lösen kann. Ich gebe kurz das Mikro an Klaus, weil er muss früher los und dann kann er wenigstens noch kurz darauf antworten aus seiner Sicht und dann machen wir noch zwei Fragen. Also für mich ist the proof of the pudding the eating. Ich teile das alles. Ich weiß nicht, ob wir 20 Jahre Zeit haben, 30 Jahre, 40 Jahre Zeit haben. Wenn wir und die Bündelung, also ich habe vorhin versucht, sozusagen ein paar Kategorien aufzumachen. Der Raum reicht jetzt auch nicht, um das strukturiert und intellektuell vortragsmäßig runterzubeten. Wo ich glaube, wo zentrale Auseinandersetzungslinien, die sich bündeln lassen, verlaufen. Abwehrkämpfe, kollektive Subjektivitäten schaffen, staatsvermittelt oder aber durch Unterstützung eigener Organisationen transformatorische Ansätze in der Stadtpolitik befördern. Berlin ist keine Insel. Das trifft sowohl für die Freiräume zu, um Dinge zu gestalten, trifft genauso aber zu die Beziehungen, die aus einem stadtpolitischen Kontext in globalen Zusammenhängen oder auch ins Umland oder sonst wohin existieren. So, das Problem ist, das führt zu weit, das jetzt sehr intensiv auseinanderzunehmen. Aber ich will damit nur sagen, der Gegensatz von Kapital und Arbeit ist es für mich nicht. Für mich ist es eher die Frage, Repräsentation und Verteilung von Teilhabechancen in der Gesellschaft zu thematisieren, angesichts der Tatsache, dass Erwerbsarbeit als sozusagen das Instrument, breiten Schichten der Bevölkerung eine Teilhabe und eine materielle Absicherung zu verschaffen, sich aus meiner Sicht zunehmend auflöst und deswegen andere gesellschaftliche Vermittlungsformen gebraucht werden. Ich kann dir aber auch nicht sagen, wie die aussieht. Die muss man herausexperimentieren. Also derzeit ist die Vermittlungsform schlicht die über ein staatliches Wohlfahrtssystem à la Hartz IV. So. Und wir versuchen, also ich habe mehrere Beispiele genannt. Ich glaube, wir kommen nicht umhin, sozusagen uns auf den verschiedenen Auseinandersetzungsfeldern mit den Anflügen alternative Vermittlungsformen auseinanderzusetzen. Also ob Geflüchtete Geld bekommen oder Wertgutscheine,
ob Leute mit 1,5-Euro-Jobs verfrühstückt werden oder aber es sozialversicherungspflichtige Beschäftigungsverhältnisse in gesellschaftlich nützlichen Feldern gibt. Wie kriegen wir Gesellschaft überhaupt erst wieder hergestellt und vermittelt angesichts der zunehmenden Fragmentierung und des Zerfalls von Gesellschaften? Funktioniert nur im Kleinen, funktioniert nicht im Großen und Globalen. Keiner wird sozusagen eine globale Gesellschaft formen. Es muss von unten wachsen. Und deswegen sage ich, für mich ist der Anknüpfungspunkt eben Berliner Stadtpolitik, aber Praktiken, die in anderen europäischen Ländern oder auf anderen, an anderen Ecken des Globus genauso ausprobiert werden. Und das müsste man diskursiv zusammenbringen. Das müsste man auch irgendwie organisatorisch zusammenbringen. Die Linke in Deutschland ist die Linke in Deutschland. Wir haben noch nicht mal eine europäische Linke, geschweige denn eine globale, die solche Praktiken mal miteinander verhandeln kann und mal gucken kann, was hat eigentlich das, was in Südamerika passiert oder das, was in Vietnam passiert, mit dem zu tun, was hier passiert oder in Moskau. So. Hier ist die Kampflinie, stellt euch alle auf, hier habt ihr sozusagen die Knarren und jetzt legen wir los. Mir fällt ein solches Auseinandersetzung, also sozusagen so eine Auseinandersetzungskonstellation im Augenblick nicht ein. Wie man da weiterkommt, das ist etwas, wo ich viele Fragen habe, die ich gerne in diesen diskursiven Raum zurückwerfe. Vielen Dank. Das ist sozusagen nochmal die Einladung zur weiteren Debatte. Jetzt, wer meldet sich gerade noch? Ja. Mhm. A comment to Alex and a comment to the others on the panel. Vish mentioned Podemos. Last October I was with a WOTS, maybe you know, the Swiss German leftist weekly Wochenzeitung in Sevilla, in Andalusia, and we met five Podemos in the Andalusian government, and we had a discussion of, okay, Podemos, now you're swept into the parliament, and now how do you handle to be still a movement? And then we discussed that really thoroughly, and they answered, yes, now we are in the parliamentary, like Klaus, and in the government thing and all the constraints, but on the other hand, we now participate in the local struggles about schools, about the maintenance of schools in the Sevilla, you know, it's really hot, but they're not insulated properly, now it's hot there, and the teachers and the pupils are telling the local government, come on, do better than that. And Podemos is acting like that and joining the struggle. And that's the point Klaus mentioned, and Vish, maybe you can elaborate on that in South Africa. Podemos is really doing that because they know they have to have the struggle going on and connecting that to the parliamentary work. Thank you. Do we have any ladies? Yes, here, or women in the crowd? Is this not really a question? I just like to praise Vish for mentioning climate change, because it's really a crisis. I can see in the South Pacific, the coconut tree in the middle of the ocean, and like, for example, today, there's a news that in Pakistan, southern part of Pakistan, it's 50 degrees plus, which is really worrying. As a grandma, I worry so much about the lives of my grandchildren later on. So, and besides, it's also like, I don't know, but maybe we can make like climate crisis according to Marx, whatever maybe the future topic is, because it's very important. And we just don't have any climate change. We have also climate change migrants. So it's also a problem. That's all. Thanks. Thank you. And then one last question, maybe you were having. No, I'd just like to hear the view of the panelists about in the UK. Perhaps the biggest problem has been the question of privatization, and this has risen numerous times, you know, throughout the conference and obviously this morning. Everything has been privatized, just about everything really, from services to possibly even the self. And so I was wondering, and one of the things that Momentum and Corbyn and the Labour Party are talking about is about renationalizing. And I just wonder what the views of Luciana and Vish were about this. These debates are going on at the moment. There are lots of
disagreements about this process. I'd just like to hear your views about it. Thank you. Okay, thank you very much for the question. Questions. I'm sorry that we can't take everyone's, because this is one of the most important tasks of me to really finish on time, so that everyone can go to the next events and panels. So we have the question on Podemos and or more general how to work in this between movements and councils and local politics. The question of how climate and Marx can be connected, maybe something where you can also promote this great book. And then the question also to you, to the two of you, on privatization versus renationalization or remunicipalization in a way. Who wants to start, maybe? Okay. Very quickly, I think Podemos is interesting as a work in progress, and I think there's a lot to learn from their practice. They're at a frontier, which is interesting, and I'm glad that it's not just about an electoral logic. I think that we do have to go beyond even parliamentary and extra parliamentary in our strategic and political thinking and vocabulary. When I talk about democratic systemic reforms, I'm really talking about the epicenter for change coming from below, where we are building these new systems. The political instrument in that context is merely a tactical vehicle to consummate the aggregation of momentum, mass power, etc., from below. I mean, that's theory. But I think this is the new politics we have to school ourselves in as the left, as part of ensuring self-emancipation from below. Otherwise, we're going to constantly make the mistakes of kind of electoralist and a particular form of representative politics. It substitutes for mass power constantly. We've seen that in South Africa. I mean, the ANC is literally, I call it the passive revolution in a Gramscian sense. It's increasingly, if you like, denuded the capacities for mass politics from below, constantly blocking it, constantly undermining it, etc. So powerful lessons there. I mean, the question of the state and renationalization, I mean, in the 20th century imagination, and Luciana cautioned us about that, and I fully agree with her, state centricism is dangerous also. And in the South African left, nationalization looms large in our imagination. The Freedom Charter that we adopted in 55 has the state-centric vision for a post-apartheid South Africa. However, I do think that we need to be thinking about bringing the state back in as the left. And I agree with people like Leo Panitch and others who talk about democratic public utilities, where we really bring in again the logic of mass power into these institutions. So if it's a public transport system, why aren't we having commuters also shaping the future of that public transport system, and not just technocrats and bureaucrats and so on? Yeah. Well, what you said is exactly what I meant when I said not to have to take back from the state their services and all what they do, but in the same time that in between privatization and statism, there is self-management. Yes. Well, it's difficult, but it can be done, you know, which means we don't want privatization, but we don't want to give to bureaucrats of the state all the organization of a certain service. And we have to build, when I spoke about the councils, is this what I meant? Forms of organization which could manage. So you don't protest, you manage, which is different. I think we all agree quite a lot. I agree with a lot of things which have been said by Klaus also before. I just wanted to say one thing. Klaus said, we don't have a European left. And I just want to say, this is the very serious problem, you see. And this is the problem of Europe, you know. I can't stand the meetings in which there is a lot of discussion about how Europe should be. And then we never discuss who should do these things, because there is no European subject, you know. Everybody is concentrated on his own home work. And this is a real, very serious problem. We have to build
a social political subject. It is unbelievable that in all our countries we are fighting for similar goals, but we don't even, we're not even able to socialize among us these experiences. I would, my slogan is that we, the only good thing which was made in order to socialize the experiences in Europe was Erasmus. Erasmus was good. Students went around, had knowledge of the different countries and made the common experiences. I would like to have Erasmus for the garbage collectors. And this is my slogan, by which I mean, why not? Why the Berlin should not send one of two of the people who are garbage collector in Rome? You know, garbage collection is one of the enormous problems in modern societies. We don't know what to do with garbage, and it's a great problem. And to change the experience at all level of the society. And this could be the beginning, you know, of for building a European subject which doesn't exist, knowledge. Why don't we, are we not able to have a network of towns and bring together, at least on the left, those who are in the same condition as Klaus? We have a lot of people who are in local, in Italy, local administrations, and we should watch and see that there are some goals which we can, for which we can fight together. We are talking about the salary of inclusion, you know, for instance. Well, in a variety of forms, this is a battle in France, in all the countries. We were unable to arrive to a common proposal, which could be a European proposal, and so on. So this, I think, it's very urgent. Unfortunately, we will go to the European elections next year, totally dispersed, and the party of the left, whose president is Gysi, unfortunately, it's not Gysi's fault, it's the fault of everybody, is somewhere. But, no, but you know what Willy Brandt, I always remember, said when he was in the European Parliament, when I go to the meetings of the Socialist European Party, that's the best place for me to read my newspapers, which meant, doesn't mean anything. Thank you very much. We should, I think Vish wants to add two sentences. Yes, on the book. Just in brief, I mean, we have alternatives amongst people's movements, climate justice forces that are rising on the planet today. This book captures some of that thinking about the next world. Activists in indigenous movements in Bolivia, in Ecuador, and so on. Movements in the Philippines. There's somebody from the Philippines writing about the impacts of the typhoons and the need for alternatives. So we, so yeah, yeah. Nimo Basi. I mean, there's a whole lot of us in here from the continent. Nimo Basi, one of the leading activists in the Niger Delta, has a chapter in here talking about the impacts of climate shocks on our food systems, and it's begun. Lake Chad is disappearing, and so on. So this is not an abstract thing. Yeah. Yes. Yes. So we have answers. We have answers, and you, there's also possibilities to go more into deeper into the subject. Thank you very much, everyone here on the panel, everyone here in the discussion. Thanks to the organizers, thanks to the interpreters, and I hope that this was just the start of a conversation. I think we touched a lot of subjects that are really pressing for the left in the different countries we are working in, and not the least the question that Luciana raised on the European left in her last statement. I think this is something that we actually do have to work on and try to find any kind of alternative to this fragmented left in the continent here. Thank you very much.